So, ich zeige euch die Map Stuttgart Karkand auf dem LG OLED. Scheint recht beliebt zu sein, die Map. Und ziemlich schlecht aussehend mit Standardeinstellungen und auf einem üblichen LCD-Monitor, aber nicht auf dem OLED. Ich habe meine Einstellungen, die machen aus dieser Map eine Augenweide. So richtig schöne Map. Kann man, glaube ich, jetzt schon gut sehen. So, ich gehe jetzt auf meine Stelle, die ich mir vorher rausgesucht habe. Das ist ein leerer Server. Und aufgrund dieser Stelle werde ich einige Sachen hier über diesen OLED erklären. So, das ist diese Stelle hier. Kann man hier alles sehen? Das sind Ultra-Einstellungen, also maximal möglich. Mit Super Sampling, Anti-Aliasing. So, ich positioniere mich genau hier und werde durch die Einstellungen gehen. So, das überstrahlt nicht. Ich habe schon ein Video gemacht, aber das Handy war auf sehr hohe Empfindlichkeit eingestellt und das hat alles überstrahlt, also nichts zum Veröffentlichen. So, das sind die Einstellungen, die man im Schnelldurchlauf durchgehen kann. Standard-User, die sind für verschiedene Spiele gedacht, aber ich nutze meistens für jede Map eine andere Einstellung. Sehr, sehr schön, also dunkel. Vivid. So, mache ich mal mit Vivid weiter. Oder nein. Ich glaube, ich habe Standard auf. Standard, genau. So, das ist Light, also die Lichtstärke. Das ist, wenn das regelt die, wie stark leuchtet dieser Bildschirm, wenn in helleren Umgebungen muss man das ziemlich aufdrehen. Also auf 100 drehe ich das nie auf. Für Tageslicht reicht auch diese 70. Für dunkle Räume kann man auch mit 30 oder noch weniger spielen. Ah, so kann ich das mal zeigen. Ich hätte es unten geregelt auf 15, also das geht gerade so noch. Also tagsüber kann man damit nicht spielen, aber das ist gut für bestimmte Kontrastspielereien, weil der menschliche Auge das regelt ja auch viel mit Schwarzwert, also hier mit dem OLED, das ist vergleichbar, wie wenn man aus dem dunklen bzw. aus dem hellen Raum in die Dunkelheit kommt und dann zum Beispiel nachts und will in den Sternenhimmel schauen und dann sieht man keine Sterne, weil der Himmel komplett schwarz ist. Die Augen, die müssen erst an die Dunkelheit gewöhnen und nach einer halben Stunde oder so, dann sieht man auch plötzlich die Sterne im Himmel. Und so ist das auch hier mit dem OLED. Je heller, versteht ihr ja selber vielleicht, ohne
nur meine Erklärung. Also die Augen, je heller der Raum, also dann wird das Schwarz noch schwärzer. Aber das ist auch manchmal anstrengend, deswegen so, dass es nicht weh tut und macht richtig guten Schwarz. So. Deswegen mache ich hier ein bisschen heller. Das ist für MP-Shooter vorteilhafter, wenn das hell ist. So. Kontrast ist voll Kanne aufgedreht. Brightness. Das reicht auch 50. Reicht dicker. Aber ich habe meine Schwarzwerteinstellungen im Advanced-Menü und deswegen muss ich hier Schwarz Brightness ziemlich hochdrehen. Also das macht also sehr schwarz, diese Brightness-Einstellung. Also gibt's Black Crash, wenn man damit übertreibt. So, 62 war das. Sharpness. Color habe ich voll aufgedreht, genau, Color. Diese Map sieht normalerweise grau in grau aus, so richtig grau, so richtig hässlich grau, so postnuklear Szenario, keine Ahnung, also so richtig langweilig. Und hier mit Color auf 100 sieht das schon fast wie ein Zeichentrickfilm, richtig bunt. Und dank hier hohem Kontrast, ich glaube, das überstrahlt zu sehr auf dem Handy. Ich sehe da auf der Wand noch alle Details. Ist ziemlich weiß, aber ich sehe noch alles. Und ja, mit dem Color hier, ich habe noch Dynamic Colors an. Die machen noch einiges wett. Also andere Spiele wie Konsolenspiele, so ein Street Fighter, da wird man mit Farben gegrillt, wenn man diese Einstellung in so einem Prügler einstellt auf PS3, das ist der Wahnsinn, man kann gar nicht reingucken. So, Color Temperature, Medium ist eine Standardeinstellung, warm ist mir schon zu warm. Cool, das ist so richtig realistisch, also das gibt ein bisschen mehr Räumlichkeit, so wie in echt quasi. So, Dynamic Contrast, ja, das ist die gute Einstellung, die das Ganze richtig schön kontrastreich macht. Also man sieht hier diese Details, die werden richtig hervorgehoben. So. High, es gibt mehrere. Low, Medium und dann High. Dynamic Color, genau. Dann machst du ein bisschen aus dem Blau. Noch ein bisschen blau, also so ein bisschen schon lila quasi. Gamma. Ist ein bisschen heller. Und Black Label, das ist sehr wichtig. High nimmt man immer für Details, also wenn man alle Details sehen will auf der Waffe in jeder Situation, dann nimmt man immer High Einstellung. Low ist immer so für Black Crash bekannt, aber das gibt auch den größten Kontrast zusammen mit Dynamic Contrast. Das gibt so diesen richtig fetten Übergang zwischen hell und dunkel. True Motion. Das ist richtig smooth mit der SLI. Sind 60 FPS hier in Battlefield, das ist nicht smooth. Nämlich True Motion, das gibt viel Input Lag, 60 ms. Trifft man eh nichts, egal. Nämlich High, das ist entspannter zu zocken.
mit dem Controller. PC-Game, egal. So, Color Gamut. Manche beschweren sich, die OLEDs, die sehen so comichaft aus, die Farben, aber das liegt davon daran, dass man hier spezielle White-Farbkonfigurationen verwendet, die die Colors so richtig hervorheben. Nimmt man Standard, der sieht aus wie so ein richtig gewöhnlicher alter LCD-Monitor, so richtig scheiße. So, aber das meinen die Leute, das wäre realistisch. Guckt mal abends oder morgens, wenn beim Sonnenaufgang in die Natur, was da für Farben sind. Also, und da macht der OLED genau die richtigen Farben, die auch so vorkommen. Also das ist überhaupt nicht komikhaft. Das Leben ist komikhaft und nicht schwarz-weiß. So, Adobe RGB, das ist fast so viel Farben wie White. Also das ist das meiste, was LG bietet, White. So, und jetzt erkläre ich diesen Übergang hier. Das ist so richtig fettpixel genau schwarz-weiß. Also es gibt keine Lichthöfe oder sowas. Da wo es schwarz sein muss, dann ist das auch schwarz. Der Vorteil von OLED. Und da krabbelt man und dann sieht man, das ist so atmosphärisch. Es gibt noch dunklere Stellen, da ist man komplett in der Dunkelheit und dann blickt man komplett in so einen hellen Tag, so wie in Irak oder Iran so ist hier. Richtig hell, wo die Sonne alles überstrahlt, die ganzen weißen Flächen. Wenn die Sonne so richtig strahlt, sogar auf dunkler Fläche, dann strahlt die Fläche auch ab, dieses Licht, und man sieht nur noch weiß, so wie in echt. Ich glaube, die Entwickler, die wussten selber nicht, was sie da erschaffen, wenn man das mit richtigen Monitoren betreibt. Dann sieht das total anders aus und total gut und total realistisch. Dann gehe ich mal rein, so ist ein bisschen dunkler und dann draußen ist alles hell. Gibt es hier vielleicht noch dunklere Stellen? Ja, dann laufe ich ein bisschen durch die Gegend. Nehme ich ein bisschen mehr Lautstärke hier. Lera Sieva. Ja, das ist eine gute Stelle, ja. Man braucht gar keinen Urlaub. Das ist so hell, so schön. Und scharf, so richtig scharf. Das verwischt ein bisschen noch durch die True Motion Technik. Aber normalerweise, das ist so richtig, richtig scharf mit Downsampling. Oh, Baby. Und das Rauch hier, der Rauch, wenn der richtig schwarz ist, wenn das so vom Entwickler gewollt wäre, das wäre total der Hammer. Die neuen Map, Scrap Metal, da brennt so ein Hubschrauber auf dem Dach mit so einem richtig schwarzen Rauch. Also das sieht mal geil aus. Schwarzer Rauch, komplett schwarzer Rauch. Das sieht man sonst nirgendwo. Also, das ist einmalig. Und wenn der Rauch schwarz ist, dann ist er richtig schwarz. So wie die Reifen brennen. Ne? Und dann ist es genauso schwarz. Also kein Unterschied zum echten Leben. Schon. Es geht noch viel schwärzer hier wie das hier. Das ist ein bisschen grau-weiß. Und das Feuer, wenn das richtig realistisch gemacht ist, mit den ganzen Farben, Feuer und Rauch, wow. Hier, der Übergang. Weiß. Und da schwarz. So Zombie Games, wenn man Zombie Games spielt, das macht total Spaß. Man ahnt auf anderen Monitoren, ah, da ist vielleicht eine Treppe, da überall Lichthöfe vom Licht und schwarz ist nicht richtig schwarz
Und da kommen die Zombies aus der Dunkelheit, aber die kommen so, in Anführungszeichen, kommen sie unerwartet raus, weil man merkt, da ist einer so. Aber hier, wenn das richtig schwarz ist, dann sieht man gar nichts. Da kommt der Zombie wirklich aus dem Nichts, aus der Dunkelheit. Da brennen vielleicht nur zwei rote Augen. Und da sieht man auch nur diese zwei Augen. Wenn die Spieler hier noch rumlaufen würden, das wäre so richtig kontrastreich und man sieht jede Bewegung, obwohl der Bildschirm ziemlich klein ist, man sieht jede Bewegung, weil der Kontrast so hoch ist und mit diesen Einstellungen so alles so hell ist, also da versäuft nichts, man sieht jede Bewegung da mit Scope hier, also sehr gut zum Beobachten. Das ist nicht die schönste Map. Also ich habe die nur genommen, damit viele das vergleichen können. Ich könnte auch Close Quarters nehmen. Scrap Metal Map, die sieht richtig schön aus. So, ich glaube, ich habe schon alles abgelaufen hier. Hier, sehr schön. Oh, nichts mehr da. Das war's.